gesagt, der Opa. Und wir waren zu 37.762 dabei. Und der Klaus Gärtner hat das 1-0 gemacht. Schon in der 4. Minute. Und dann der Lothar. 2-0 in der 23. Zack, bam. Und zweimal der Saurowski. Bum, bum. Und zur Halbzeit haben wir ja schon 4-0 geführt. Aber der war ja überhaupt noch gar kein richtiger Kaiser, der Beckenbauer. Der Bomber hat nur einen schlappen Elfer geschafft. Und am Ende war es 5-2. Wir gegen die Bayern. 5-2. Noch nie hatten die Bayern so schön auf die Fresse gekriegt, sagt der Opa. Und dann war es ja eigentlich klar, jetzt müssen wir es ja schaffen. Und das hat der Bayern-Trainer auch gesagt, dass wir Meister werden. Und dann haben wir es ja auch geschafft. Obwohl es noch mal scheißknapp wurde, sagt der Opa. Ausgerechnet in Hannover verloren und gleich noch mal verloren beim KSC. Aber dann hat der Lothar in der 84. den Ausgleich geschossen. Biu! Gegen Gladbach. Und in der 89. dem Erich Maas aufgelegt. Zack, wumm! Und dann hat in Essen das Unentschieden schon gereicht. Und jetzt mussten wir am letzten Tag gar nicht mehr gewinnen, sondern nur noch feiern. Obwohl, gewonnen haben wir ja auch noch. 4-0 gegen die Nürnberger. Und dann waren wir der glücklichste Mensch auf der Welt. Mit der silbernen Schale. Und dann sind wir alle 100.000 zum Rathaus gelaufen und haben voll durchgefeiert. Bis morgen früh. Und wenn ich groß bin, dann werde ich auch ein Lothar. Zu Haus an der Hamburger Straße. Wir sind bekannt als treusche Fans der Welt. Als Unterstand des Beats und der Ekstase. Und unser Herz liegt nur für Blau und Gelb. Wir festhielten für alle, wir haben uns das verdient, dass wir die Fans im Meistermannschaft Deutschland war perplex, als uns das größte Erdenglück geschah. Es war der schönste Sommer und auf Lebens glaube mir, der deutsche Fußballmeister war auch mir. Kommt jetzt! Hey, Eintracht Braunschweig, der beste Fußballclub der Welt. Hey, Eintracht Braunschweig, wer ewig nicht blau geht. Braunschweig! Hey, Eintracht Braunschweig, der beste Fußballclub der Welt. Hey, Eintracht Braunschweig, wer ewig nicht blau geht. Und eines Tages werden wir es wieder schaffen. Ich höre schon die Mastermelodie. Wir gehen mit der Silberschüssel schlafen. Und das sind keine Kinderfantasien. Festlied ein für alle Mal, wir haben uns das verdient. Das wie die Fans der Meistermannschaft in der ganzen Saison. Hey, Eintracht Braunschweig, der beste Fußballclub der Welt. Hey, Eintracht Braunschweig, alle Hände. Leute, vielen, vielen Dank. Ehrlich, ey. Wie geht das?
Leute, ihr seid eine geile Bande! Jawohl! Jawohl! Freunde, ich kann euch gar nicht sagen. Jawohl, ich kann euch gar nicht sagen. Danke von ganzem Herzen, dass ich hier, Kulle Blaue, heute den Anfang für unsere Eintracht machen darf. Für unsere Eintracht im Sanne Masterfeier heute. Vielen Dank dafür. Aber ich will gar nicht so lange hier ins Mikrofon schnaufeln. Ich werde mich gleich wegmachen, um mit euch zusammen hier schön zu gucken, was hier heute Abend alles passiert. Also, ich werde mich gleich einwechseln. Und wisst ihr was? Ich bin so gespannt auf die, gegen die ich mich hier gleich einwechseln darf. Also, ich wechsle mich jetzt mal aus. Mit der Startnummer 67 geht vom Platz Kulle Blau! Und mit der Startnummer 1 ein tosender Applaus für euch heute Abend, Esther Zimlacek! Applaus! Ja, danke. Ja. Alles ist gut. Ja. Hast die Haare ganz schön schön, ist, du, ja. Ja, und du hast die Haare schön, mein Freund. Ja, danke. Ja, super schön. Ja, vielen Dank, Bulle. Ja, bitte. Und, herzlich willkommen hier in der... wolltest du noch was? Nö. Mäuschen, sollen wir noch irgendwas regeln? Nö. Nee, Haare frisch. Achso, ja, also. Richtig. Also ich meine mal weg hier. Du machst Esther Zimlacek, mach's gut. Okay, ja, vielen Dank. Alter Schwede, was ist das hier für eine Stimmung? Das ist ja Wahnsinn. Also ich habe damit gerechnet, dass eine gute Stimmung ist, aber dass das hier gleich so losgeht, oh, da habe ich auf jeden Fall Gänsehaut. Also herzlich willkommen hier nochmal in der Stadthalle zu einem ganz besonderen Anlass, 50-jähriges Jubiläum der Deutschen Fußballmeisterschaft 1967. Ich freue mich sehr dabei zu sein und ich weiß, man sagt das immer schnell, oh, ich freue mich dabei zu sein, ja, ja, nein, aber ich freue mich tatsächlich, denn bei Eintracht Braunschweig habe ich tatsächlich auch so angefangen als Field-Reporterin und ich kann mich noch an mein allererstes Mal in Braunschweig erinnern. Das ist keine 50 Jahre her. Ich möchte jetzt nicht nachfragen, warum Sie lachen. Ich lasse das einfach mal so stehen. Ich kann mich an meinen ersten Einsatz bei Eintracht Braunschweig erinnern. Ja? Das war Sommer 2011, also wie gesagt 6 Jahre her und ihr habt gerade den Aufstieg in die zweite Liga zu Ende gefeiert, da ging es schon los mit der Saison 2011-2012 und ich weiß, dass es gegen Eintracht Frankfurt ging, ja? Und es war für mich das erste Mal im Eintrachtstadion. Ich kann mich daran erinnern, dass ein paar Tore gefallen sind, ich kann mich nicht mehr so genau als Ergebnis erinnern, das war... nicht wichtig, oder? Es war, glaube ich, nicht so wichtig. Es war nicht so wichtig, genau, belassen wir es dabei. Ich weiß noch, wie ich zu meinem Redakteur, den habe ich ja immer im Ohr gesagt, habe, boah, das ist schon eine geile Stimmung und das ist ein geiles Stadion. Ich meine, ihr habt da eine deutsche Meisterschaft gefeiert, ihr habt Aufstiege gefeiert, ihr habt Abstiege gefeiert. Und ich finde Eintracht Braunschweig gefeiert, Entschuldigung, beklagt. So was passiert halt auch. Ich bin froh, dass ich jetzt gegen so einen Versprecher einen Haken hintermachen kann. Aber es ist einfach was Besonderes und es ist ein besonderer Verein mit einer besonderen Geschichte. Ich meine, Kontinuität wird da gelebt wie kaum woanders. Thorsten Lieberknecht, wo ist er? Thorsten! Hat er gespielt? Ist seit... mittlerweile Trainer Marc Arnold, auch schon Ewigkeiten dabei, Mirko Boland gerade verlängert, auch schon Ewigkeiten dabei und ich habe mir ehrlich gesagt in der Vorbereitung auf diesen Abend überlegt, okay, soll ich jetzt irgendwie noch was zur Relegation sagen? Ich bin jetzt nicht in der Position, besser nicht, ich bin nicht in der Position, irgendwie euch zu sagen, habt ihr super gemacht, aber ihr habt eine der wichtigsten Tugenden von Eintracht Braunschweig in diesen beiden Spielen gelebt und zwar kämpfen bis zum Ende und ihr habt den Aufstieg haarscharf verpasst. Aber ganz ehrlich,
ehrlich, ihr habt eine saugeile Saison gespielt. Ihr habt einfach mal 66 Punkte geholt. Es gibt Spielzeiten, da werdet ihr damit locker aufgestiegen. Und wenn es nächste Saison so weitergeht, dann würde ich mal sagen, seid ihr in einem Jahr hier und feiert den Aufstieg in die Bundesliga. Haken hinter. Thema Relegation heute nicht mehr, denn wir wollen heute Abend feiern. 50-jähriges Jubiläum, ich habe es gerade schon gesagt, Deutscher Meister 1967. Und wir wollen natürlich, dass ihr alle heute Abend Spaß habt. Ja, also für Getränke ist gesorgt, für Essen ist gesorgt. Wir wollen so ein bisschen im Fotoalbum blättern, in Erinnerungen schwelgen und all diejenigen zu Wort kommen lassen, die diesen Verein schon so lange begleiten. Aber bevor ich den ersten Redner hole, wollte ich Ihnen nur noch mal zeigen, dass ich auch zaubern kann. Mit einem Fingerschnips kann ich hier so einiges bewegen. Vielen Dank. Lange geübt. Und damit bitte ich auch den ersten Redner des Abends auf die Bühne. Hier ist Ihr Präsident, hier ist Sebastian Ebel. Jetzt fällt es mir ein bisschen schwer zu reden, nach so viel Emotionen, meine eigenen Emotionen unter Kontrolle zu halten. Liebe Eintracht-Familie, ich denke, das ist ein guter Ausdruck für das, was wir hier in Braunschweig leben. Ein herzliches Willkommen zu unserer Gala-Veranstaltung heute Abend zur Feier des 50. Jahrestages des Gewinns der Deutschen Meisterschaft. Beim nun folgenden Satz habe ich lange überlegt, ob mir ein besseres Wort einfällt. Es ist es mir nicht eingefallen. Als Stars des heutigen Abends möchte ich die Spieler unserer Meistermannschaft von 1967 ganz, ganz herzlich begrüßen. Das ist euer wohlverdienter Applaus am Anfang. Und ich habe mir gedacht, ich würde gerne nochmal euch persönlich mit Namen begrüßen, weil ich glaube, das habt ihr euch mehr als verdient. Allen voran unseren Kapitän Achim Bese. Horst Wolter. Applaus
Wolfgang Grase. Hans-Georg Dulz. Peter Karg. Wolf-Rüdiger Krause. Wolfgang Simon. Und Walter Schmidt möchte ich eins noch vorweg sagen, bevor er seinen wohlverdienten Applaus bekommt. Er hat mir heute Vormittag das Du angeboten. Ich fühle mich geehrt. Vielen Dank. Erich Maas. Bonsoir. Und Klaus Gerwin. Ihr zusammen habt uns die Meisterschaft geschenkt. Wir wollen euch heute Abend diesen Abend schenken. Wir denken dabei heute auch an eure Mitspieler, die nicht mehr unter uns sind. Ihr seid in unseren Herzen mit dabei und ich bin sicher, dass ihr von oben auf uns schaut und deshalb doch auch mitten unter uns seid. Unser Oberbürgermeister Ulrich Marquardt hielt heute bei eurem Eintrag ins Goldene Buch eine für mich, ich darf bestimmt auch sagen, eine für uns sehr bewegende Rede. Lieber Uli, du hast im Gegensatz zu mir die Gnade der frühen Geburt und konntest die Meisterschaft persönlich miterleben. Darauf bin ich fast ein wenig neidisch. Mir ist insbesondere deine Einordnung in den geschichtlichen Kontext in Erinnerung geblieben. Aus der am Zonenrand liegenden Stadt Braunschweig, die lange abgehängt schien, wurde über Nacht die Stadt, die fußballtechnisch die Mitte, oder sollte ich besser sagen, die Spitze Deutschlands darstellte. Ihr Meisterspieler habt uns Braunschweigern Selbstvertrauen wiedergegeben, was uns keiner, der Herr Ministerpräsident verzeiht mir das hoffentlich, was uns keiner weder westlich noch östlich von uns nehmen kann. Ich möchte die Aussagen von Uli Marquardt nicht wiederholen, denn als Original, und du insbesondere, bist besser als der, der dich zitiert, sondern ich möchte auf das eingehen, was mir, meiner Generation, den später Geborenen, ihr geschenkt habt, was ihr mir und uns bedeutet. Weshalb hat eure Meisterschaft eine solch große Bedeutung bis heute für uns, für mich? In unserer heutigen, sehr schnelllebigen Zeit verschwinden oft Fixpunkte und Werte. Vieles wird überhöht dargestellt, was morgen keine Bedeutung mehr hat. Mit eurer, und ich wage jetzt mal zu sagen, unserer Meisterschaft verhält es sich anders. Sie ist in Braunschweig generationsübergreifend zu einem Fixpunkt geworden. Natürlich, weil sie überraschend kam. Fußball Deutschland hatte damit nicht gerechnet. Aber insbesondere dadurch, wie ihr sie erreicht habt. Durch Zusammenhalt, der heute ganz stark zu spüren ist, durch Freundschaft, durch Nahbarkeit zu euren Fans, durch Einsatz und Kampf,
den Glauben, das Unmögliche möglich zu machen und durch Können, was sich jeder von euch hart erarbeiten musste. Horst Wolter, der vom Verteidiger, ich finde das so schön, deshalb will ich das einfach noch mal in den Raum werfen, vom Verteidiger zu einer der besten deutschen Torhüter umgeschult wurde, ist dafür ein beeindruckendes Beispiel. Ihr habt uns als Braunschweiger den größten Traum, den man in Fußball Deutschland haben kann, erfüllt. Daher eignet ihr euch als Vorbilder, als Fußballer, zu denen wir aufschauen dürfen. Diese, eure DNA, lebt in Braunschweig weiter. Sie ist authentisch für die Eintracht, sie ist anerkannt und sie ist uns Verpflichtung. Ich möchte eine Brücke zur Gegenwart schlagen. Ja, wir haben äußerst unglücklich den Aufstieg verpasst. Aber unser Team unter Leitung von Thorsten Lieberknecht, Marc Arnold und Olli Vogt lebt eure 67er Werte. Wir gewinnen und verlieren mit Anstand. Wir stehen wieder auf und kämpfen weiter. Wir stehen wieder auf und kämpfen weiter. Wir stehen füreinander ein. Wir sind nahbar. Wir zusammen sind Eintracht. Im Übrigen auch mit unseren Fans. Daher, lieber Thorsten, lieber Marc, lieber Olli, auch an euch ein herzliches Dankeschön, dass ihr unseren Weg nicht nur mitgeht, sondern auch über Jahrzehnte aktiv lebt und gestaltet. Ich bin mir sicher, mit euch werden wir aufsteigen. Der Erfolg von 1967 ist unsere Verpflichtung. Wir danken euch 67er von Herzen für die Art und Weise, wie ihr eure deutsche Meisterschaft erreicht habt. Sie ist für uns Maßstab und Richtschnur. Wir wünschen euch und uns einen spannenden Abend und liebe 67er, bleibt uns gewogen. Der Übergang ist nun etwas schwer, aber zu einer guten Kinderstube gehört auch, dass wir uns von aktuellen Spielern verabschieden, die uns jetzt verlassen werden. Das konnten wir nicht im Rahmen der Relegation tun, deshalb möchten wir dies heute nachholen. Ich glaube, das ist auch eine Form der Wertschätzung, die uns sehr stark am Herzen liegt. Und deshalb würde ich gerne unseren Kapitän Marcel Correa und Phil Ofusu-Aye auf die Bühne bitten. Ja, Sebastian Ebel hat ja gerade schon einige sehr emotionale Worte gefunden. Ich möchte im Namen der Mannschaft auch alle hier heute Abend ganz herzlich begrüßen. Ich finde es eine ganz großartige Veranstaltung. Ich hatte das Glück, heute Morgen schon mit dabei gewesen zu sein beim Eintrag ins Goldene Buch. Und ja, ich finde es einfach toll, wie die Eintracht diesen Weg über all die Jahrzehnte weitergegangen ist. Euch beiden möchte ich für euren weiteren Weg alles Gute wünschen. Ihr habt Phil in dem Fall 2 Jahre, Cello über einen sehr, sehr langen Zeitraum hier auch die Werte der Eintracht ganz fantastisch vertreten. Und deshalb wünschen wir euch für euren weiteren Weg natürlich von Herzen alles Gute. Dankeschön.
freue mich sehr, dass heute auch unser Ministerpräsident Stefan Weil hier ist. Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr und bin sehr dankbar für die Wertschätzung, die Sie durch Ihr Kommen zum Ausdruck bringen. Und was wäre Hannover ohne Braunschweig? Was wäre das Land Niedersachsen ohne das Land Braunschweig? Und ich weiß, dass es als Politiker manchmal schwierig ist, die richtige Balance zu finden. Das tun Sie, und dafür ein ganz, ganz herzlichen Dankeschön. Bitte. Familie, vielen Dank für die Einladung. Herr Ebel, Sie haben mir den Einstieg leicht gemacht. Ich habe in der Tat die Einladung von Ihnen nicht als selbstverständlich empfunden. Jeder weiß, wo ich herkomme. Ich will nur sagen, ich bin auf demselben Weg gekommen, auf dem vor mehr als 50 Jahren Lothar Ulsers nach Braunschweig gekommen ist. Und das war, glaube ich, ein ganz großer Fußballer bei uns in Niedersachsen. Als die Eintracht Meister wurde, war ich ein fußballbegeisterter Junge, so wie der, den wir am Anfang gesehen haben. Mir ist aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe, was sagst du denn jetzt hier heute Abend? Mein ganzes Leben lang, seit ich mich für Fußball begeistere, habe ich irgendwie auch Eintracht Braunschweig auf dem Zettel. Und wenn ich mich nicht täusche, dann gibt es wirklich einige, wie soll ich sagen, da gibt es ein Erbgut, eine Erbmasse, die war damals spürbar, als ich angefangen habe, meine Beziehung zu Eintracht Braunschweig, bis heute. Das eine ist, das ist ein Verein mit einer riesen Begeisterung in der Stadt und in der Region. Eine riesen Begeisterung, die in dieser Weise in Niedersachsen einmalig ist. Ich war bei der Relegation, wir wollen ansonsten nicht groß drüber sprechen, aber die Atmosphäre, die ich im Eintrachtstadion mitbekommen habe, das war wirklich Weltklasse, und da können alle stolz drauf sein, die da mitgemacht haben. Und das Zweite, die Eintracht war damals und ist, glaube ich, bis heute ein extrem bodenständiger, wie soll ich sagen, normaler, Herr Ebel, Sie haben gesagt, nahbarer Verein. Nicht groß schickimicki, nicht so das Gedöns von den Megastars, sondern wirklich sehr, sehr geerdet. Und das ist, glaube ich, auch das Ergebnis von einer exzellenten, richtig beispielhaften Vereinsführung. Wo gibt es das denn, dass die sportliche und die Vereinsführung Jahr für Jahr für Jahr so konstant zusammenbleiben? Das ist eine erstklassige Leistung, das kann man wirklich sagen. Da fallen mir wirklich andere Beispiele ein, aber auf die will ich jetzt nicht näher eingehen. Also, ich glaube, die Eintracht, die Stadt Braunschweig, die ganze Region, die haben Grund, richtig stolz zu sein auf diesen Verein und auf diese Mannschaft. Und wenn es nach mir geht, dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder bei der Aufstiegsfeier. Herzlichen Dank! Zwischen Herz und Heiland, zwischen Herz und Heiland.
Stimmung. Ich bin auch sehr gespannt auf nächste Saison, aber was ich schon interessant finde und auch besonders finde, wie die Eintracht und wie diese Stadt Braunschweig zusammenpasst. Ja, das, ja, finde ich auch. Und ich stehe neben dir. Schnieke Typ, ne? Ja. Eintracht und Braunschweig, das ist das Gleiche. Ein und dasselbe. Da geht nichts dazwischen. Eintracht ist Braunschweig. Braunschweig ist Eintracht. Ja, genau. So wird ein Schuh draus. Und die können einfach feiern wie die Weltmeister, ne? Also den Aufstieg feiert ihr wie manche andere eine deutsche Meisterschaft. Ja, klar. Richtig, ja. Mit allem drum und dran. Freibier, Autokorso, Rathausbalkon. Alles, was dazugehört. Ja. Aber du musst es mir trotzdem nochmal erklären. Warum ist diese spezielle Verbindung zwischen der Stadt und dem Verein eben so, wie sie ist? Die Frage hast du mir noch nicht beantwortet. Guck mal, mit dem Feiern und Eintracht ist das so, wir machen das, weil wir das alles haben. Wir haben einen Rathausbalkon. Ja, dann geht's schon mal los. Wir haben Bier. Wir haben unser Bier, das Wolters. Ja. Und Autos werden hier auch gebaut in so einem kleinen Vorort. Bisschen weiter Braunschweig. Weg, ne? Ja. Aber, Frage immer noch nicht beantwortet. Ja, pass auf. Dann mach das doch einfach mal so. Wir fragen mal unseren ersten Bürger überhaupt, ne? Der sitzt nämlich auch hier vorne im Publikum. Lieber Meister Markurt, kommen Sie doch mal bitte hoch und beantworten Sie die Fragen von der reizenden Frau Sedlacek, ne? Ein herzlichen Applaus zu bunt jetzt hier. Für den Oberberger Bürgermeister Ulrich Markurt. Ja, tschüss Schätzchen, ne? Ciao. Herr Markurt, wir jetzt auch, oder? Ja? Natürlich. Okay, alles klar. Gut. Wollen wir ein bisschen mehr in die Mitte gehen? Donnerwetter, ja. Soll ich Schuhe ausziehen? Ich habe kein Problem damit. Damit fangen wir gar nicht an. Also eins ist klar, wenn wir so weitermachen, müssen wir uns auf Verlängerung einstellen. Haltet ihr das durch? Haben wir so viel Kondition? Gut. Aber Herr Markurt, ich habe Sie jetzt auch unter anderem auf die Bühne geholt, weil mir Cappuccino ja jetzt eine Frage nicht beantworten konnte, die Sie mir vielleicht beantworten können. Ja? Warum passt diese Stadt mit diesem Verein so wahnsinnig gut? Also gespürt haben müssen Sie es aber schon heute Abend, dass da was ganz Besonderes ist. Und was da ist, das haben wir so ein bisschen auch schon gehört aus den Worten des Vereinspräsidenten. Das hat was zu tun mit der damaligen Situation. Bis dahin war das noch ein bisschen ambivalent. Fußball hat nicht so viele Leute interessiert wie heute. Und da kamen diese Jungs und haben diese Stadt wachgeküsst. Sie haben dieser Stadt den Glauben wiedergegeben, dass man etwas schaffen kann. Sie haben dieser Stadt und der Region den Stolz wiedergegeben, etwas leisten zu können. Und das hält bis heute. Ja, und deshalb... Eintracht ist Braunschweig, Cappuccino hat das schon gesagt, und Braunschweig ist noch ein bisschen mehr, aber ist eben Eintracht und ist immer dann erfolgreich,
wenn es einträchtig zusammensteht. Das gilt im Übrigen auch für die Region und die ist sogar noch ein bisschen größer und die stand damals blau-gelb hinter der Eintracht. Wäre schön, wenn es bald wieder so ist. Und ich habe mich natürlich ein bisschen informiert und Sie sind ja auch heißblütiger Fußballfan, heißblütiger Eintracht-Fan und ich habe mal geschaut, wann Sie geboren worden sind. Soll ich sagen, oder? Ich war 10, als ihr damals geboren seid. 1956 geboren, genau. Ja. Sie waren 10. Wie haben Sie damals dieses Meisterjahr erlebt, ganz persönlich? Ich habe ja selber Fußball gespielt, also ich konnte nicht zu ganz so vielen Fußballspielen hin der Eintracht, aber bei einigen war ich dabei, Bayern München so untergehen zu sehen, ist etwas Großartiges. 5-2 war es. Kann ich mehr empfehlen. Die Düsseldorfer haben das mal mit 7-2 geschafft. Wer Tote Hosen-Fan ist, der weiß das. Er sieht das dann auch immer, weil es übertragen wird. Nicht in allen Stadien, aber hier in Braunschweig kann man das machen. Das war grandios und nach dem 4-0 habt ihr ein bisschen aufgehört, Fußball zu spielen, um die anderen ein bisschen rankommen zu lassen. Das ist Braunschweiger Fairness. Das machen wir auch, ja? Aber ich war auf dem Altstadtmarkt dabei, als die Meisterfeier war. Ich habe es den Helden von damals schon erzählt und ich habe mich an der Tür gerüttelt, aber ich habe gesagt, da oben will ich auch hin. Und heute war ich da mit der Schale und mit den Helden von 67. War ein tolles Gefühl. Und natürlich, die Meistermannschaft von 1967 prägt diese Geschichte der Eintracht natürlich enorm. Aber was macht diesen Verein darüber hinaus zu so einem besonderen? Ihre Meinung? Also ich glaube, das wissen alle hier im Saal. Das ist das Bodenständige, das diese Mannschaft immer noch repräsentiert. Das hat sich fortgesetzt. Das ist ein Erfolgsrezept. Nicht auszuflippen, zu wissen, wo die eigenen Stärken sind. Nicht irgendein Konzept sich auszudenken und danach Leute zu suchen, sondern ein Konzept zu machen, das zu den Leuten passt, die man hat. Und eine Eintracht zu haben, die zu dieser Stadt passt, das ist genau das Richtige. Wir wollen keinen Schickimicki-Verein von irgendwoher. Wir wollen unsere Eintracht. Zu jedem Heimspiel da? Fahren Sie mit? Ja, das ist so, als wenn Sie fragen, wie oft geht der Papst in die Kirche? Also so oft er kann, ja. Also so oft ich kann, bin ich da. Und die letzten Spiele habe ich alle gesehen und alle tollen Choreografien der letzten 3 Spiele. Ich glaube, das war wirklich Gänsehaut pur. Aber was sind Sie denn für ein Fan? Also sind Sie einer, der richtig aus dem Sitz geht und auch mal schimpft? Also oder? Meine Frau war stickesauer, weil ich nicht ganz fair war bei dem letzten Spiel. Das muss ich ehrlich zugeben. Ja genau, was hat er denn geschrien? Doch, ich supporte nur positiv. Aber es waren schon einige Sachen dabei, die für ganz kleine Kinder vielleicht nicht so ganz zuträglich wären. Nicht zitabel? Und der 10-jährige Junge von damals, der sollte das nicht hören. Nein, ich bin Emotion pur. Das ist ja Fußball, das ist ja die Leidenschaft, die wir so lieben. Wir wollen doch auch mal richtig aus uns rauskommen. Und die Braunschweiger sind so, die sind auch emotional. Ja. Saßen Sie bis zum Ende des Spiels neben Ihnen oder haben Sie sich dann rechtzeitig weggesetzt und haben gesagt, mit dem Mann habe ich nichts zu tun? Sie hat sich auch weggesetzt. Sie hat sich auch weggesetzt. Ja. Okay. Wo sehen Sie die Eintracht in einem Jahr? Ja, wir sehen uns wieder hier oder wir sehen uns besser auf einem großen Platz, weil wir dann ein paar mehr Leute brauchen zum Feiern. Dann sind es nicht 200.000, sondern 10-mal so viele. Und dann haben wir auch etwas Schönes zu feiern. Hätten wir dieses Jahr gerne gemacht. Aber 2 Feiern hintereinander ist doch besser als eine große zusammen, oder? Ich gehe aber noch mal 5 Jahre weiter. Wo sehen Sie die Eintracht in 5 Jahren? Dann lasse ich Sie in Ruhe. Naja, ich gehöre auch zu denen, die Utopien leben. Ja, also ich singe auch Europapokal. Schon geht's los. Man muss nur fest im Glauben sein, ja? Ich glaube, das ist das beste Schlusswort, oder? Also in 5 Jahren Europapokal. Also wir stimmen hier heute ab und sagen, das machen wir so. Wenn wir dann noch Spiele haben, die das umsetzen, wäre das wunderbar. Und wenn nicht, dann finden wir einen anderen Grund zum Feiern. Schönen Abend. Dankeschön, Ulrich Makul. Danke sehr. Und in 3 Jahren wird ja tatsächlich wieder gefeiert, denn dann wird Eintracht Braunschweig ja 125 Jahre alt. Muss man sich auch mal vorstellen. Aber wir wollen jetzt schon mal zurückschauen, eben auf jene 5 Jahrzehnte zurück,
in dieses ganz besondere Jahr 1967. Und ich habe mich da auch mal gefragt, ich meine, ich war damals noch nicht auf der Welt. Wie war die Welt damals? Wie war das Land damals? Wie war die Stadt damals? Ja, es gab den Kalten Krieg, es gab den Vietnamkrieg, es gab den Krieg im Nahen Osten. Wir hatten Unruhen in Berlin, in Detroit, in Bolivien. Benno Ohnesorg wurde in diesem Jahr erschossen. Che Guevara wurde erschossen und um jetzt nicht allzu negativ zu sein, ne? Also wir wollen heute Abend auch mal positiv, ne? Schade, schade, haben sie gesagt. Nein, nein, wir wollen positiv bleiben. Denn die Leute trugen ja damals auch viele bunte Kleider mit ganz vielen Blumen in den Haaren und auch ein paar Pflanzen, die man nebenbei auch geraucht hat. Und unsere Bundeskanzlerin hieß, wie bitte? Ich habe nichts dabei. Nein. Unsere Bundeskanzlerin hieß Kurt Georg Kiesinger, der niedersächsische Ministerpräsident. Georg Diederichs, Braunschweigs Oberbürgermeister, war Bernhard Lietz und der Präsident der Eintracht Ernst Fricke. Das waren alles die großen Männer der 60er Jahre. Und es gab auch diejenigen, die interessante Frisuren hatten, die Musik gemacht haben, sehr erfolgreich und die zu Legenden wurden. Und das sind sie bis heute. Ich denke, Sie alle wissen, von wem ich spreche. Natürlich den Beatles. Und die Beatles haben 1967 zwei Alben rausgebracht. Und auf einem dieser Alben war ein ganz, ganz berühmter Song, den wir jetzt hören. Showing photographs of all the hats he had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. And on the corner there's a banker's in the motorcar, the little cherry stuff of laugh behind his back, and the banker's never wearing a mask in the pouring rain. Anlässlich des 50. Jubiläums der 67er Meisterschaft habe ich eine kleine Anständigkeit für Sie vorbereitet, weil es gesagt werden muss, weil es sonst vielleicht keiner sagt. So. An die jungen Spielerkollegen von heute.
ihr jungen Lusebengels, die ihr heute unsere Ahntracht seid. Manchmal tut der Ahn ja gewaltig vor ohne Piepeln. Manchmal denkt man, euch ist es scheißegal, für welchen Verein ihr spielt. Ja, und manchmal denkt man auch, ihr habt nur euren Tuareg im Kopf und dann mit euren Wischhandy und mit den Mädels mit unten kurz und alles blond. Und wenn ich dann bedenke, wie ich früher gearbeitet habe, jeden Tag vorm Training auf dem Bau und meine Mutter und später meine Braut und später meine Gattin meine Pötten geputzt hat jedes Wochenende. Hade Marie, auch wenn du jetzt zum großen Schiedsrichter oben gegangen bist, ich hab dich immer noch lieb. Und dass es für uns die größte Ehre war, mit dem Löwen auf der Brust und sonst gar nichts auf dem Sportlabchen, für unser schönes Stadt Braunschweig und für unser Eintracht zu kämpfen und zu schwaken, bis du umgefallen bist. Und wenn ich euch dann wieder sehe, mit euren komischen Haaren auf dem Kopf und dass ihr nichts mehr sagen dürft, ohne euren Spielerberater, dann will ich euch auch gerne mal an mein Herz drücken und euch am liebsten alle adoptieren. Weil ich habe Respekt, weil ihr seid ja so jung und ihr könnt auch nichts dazu, so wie ihr seid, weil ihr kommt ja auch von nichts, von Fußballinternat oder Brasilien. Ja. Naja, aber es stimmt einfach nicht, dass früher alles besser war und es hat überhaupt keinen Sinn, was nachzujammern, was es nicht mehr gibt und was es nie mehr geben kann, weil die Zeit ist einfach so, dass sie sich ändern tut. Wichtig ist nur, dass du ein anständigen Kerl bleibst, dass du keinem was antust, was du selber auch nicht angetan kriegen möchtest. Und das gehört sich. Und das gehört sich übrigens auch für die sogenannten Fans ins Stadion. Man kann schimpfen. Man kann schimpfen und singen, aber nach dem Spiel muss man sich an Bierstand die Hand reichen können, auch wenn es einer aus der Nachbarstadt ist. Weil Hass und Gewalt an der Hamburger Straße nichts zu suchen haben. Und so bleibt, dass du guckst, dass du so gut Fußball spielen kannst, wie es eben irgend geht. Und dass du nie vergisst, was unser Eintracht bedeutend tut. Denn wahre Liebe hält eine Ewigkeit. Danke. Will ich sein, solang mein Auge sieht, solange noch ein Tropfen Blut in meinen Adern fließt. Wir tragen das blau-gelbe Band, das allen Leuten wohlbekannt. Es lebe hoch die Eintracht 11, es lebe hoch die Eintracht 11.
Also ich bin so als kleines Kind wirklich so das erste Mal mit meinem Opa im Stadion gewesen und seitdem eben auch immer da. Ja, da gibt es ja auch diese Gebissnummer. Ne? Du hast ja gesagt, wenn du dich so an die alten Zeiten, an deine alten Zeiten an der Hamburger Straße erinnerst, dann ist es immer das Gebiss deines Opas. Ja, mein Opa war eben immer mega aggressiv im Stadion, also hat viel rumgeschrien. Und mal abgesehen so von meiner ersten Stadionwurst, die ich nicht vergessen werde, und so den ganzen Weil sie so gut war. Weil sie so gut war. Er hat mein Opa eben beim Schreien einmal sein Gebiss verloren, also sein oberes. Und es ist dann eben irgendwie auch verschwunden gegangen und ich habe das dann wiedergefunden und dafür habe ich ein Eis gekriegt auf dem Bullweg. Das ist nicht so schlecht gelaufen. Ist gut gelaufen, ja. Und zwischen Harz und Heideland, einer deiner Songs, der wird ja beim Einlaufen auch immer gesungen. Ist das noch so ein besonderes Gefühl für dich oder ist es mittlerweile schon so normal? Also wir haben das ja vor ganz vielen Jahren, haben wir das ja so mit den Jazz-Kantin-Leuten und ganz vielen anderen Gästen, Such a Search damals und so, haben wir ja im Studio bei euch das damals aufgenommen. Und ich singe ja nur so einen ganz kleinen Teil.
Ich war damals so 17 oder so, höre mich an wie so eine Mickey Maus, aber ich kenne mich und ja, ich finde das immer toll, klar. Aber du bist ja mittlerweile in Hamburg ansässig, ne? Ja, ich hab dann meine Frau kennengelernt, da bin ich nach Hamburg gezogen. Ist genau. Ein guter Grund, ist ein guter ja, Grund, aber auch der einzige, ja. Der okay ist. Na, ich fahre eben die A7 wie so ein Idiot, ne? Also genau, immer, immer sagen, zu alle jedem zwei Spiel Wochen. Ist dann hier und dann, genau, dann nehme ich auch jeden Stau in Kauf. Und du hast ja heute auch natürlich einen deiner Titel mitgebracht. Welchen denn? Das Ding ist ein Lied über meine Pubertät, also hier. Ich habe übrigens hier in dem Raum habe ich auch meine Tanzstunde gemacht, damals noch bei Häusern. Darf ich das sagen? Abschiedsball. Ja. Wie war's? Ich weiß nicht, meine Tanzpartnerin hatte irgendwie vor dem langsamen Walzer noch eine Gulaschsuppe. Daran kann ich mich noch ganz gut erinnern, an den Geruch. Und danach ist ja auch ein normaler Tanzschuh, dass man sich dann auch als Pubertierender 2 Promille macht und dann irgendwie abgeholt wird. Ja. Jetzt sind wir aber vom Thema abgekommen. Ja, also ich hab eben schon ein Lied geschrieben über meine Jugend und über meine Kindheit hier und über meine erste Liebe. Und ich komme hier so vom Dorf über die alten Felder und übers Mofa-Fang. Und den spielen wir jetzt, das Ding heißt Schönste Zeit. Ein perfekter Song für diesen Abend, der Bosse mit Schönste Zeit. Noch nicht um mich da draußen, große Felder und Seen, doch viel mehr nicht. Es war 1994 und wir wussten nicht wohin, also gingen wir in dein Bett. Und wir teilten uns unseren Walkman, das erste Bier, mein Mofa und den Frust. Im Nachtbusfenster der Mond. Der erste Kuss war Erdbeerbohle und spuckig wie ein Polaroid im Leben. Leicht verschwommen, das war die schönste Zeit. Die schönste Zeit, weil alles dort begann. Die schönste Zeit, und Berlin war wie New York. Ein meilenweit entfernter Ort. Und deine Tränen waren Kajal. An dem Tag, als kein Mensch, lachst du mein Mann. Es war die schönste Zeit, die schönste Zeit, weil alles dort ging, die schönste Zeit. Dein erstes Tattoo war dann der Refrain, it's better to burn out than to fade away, my mind, hey, hey. Und ich kaufte mir in Ilian und ein Nirvana Shirt, als du spielst. Weg zu uns war uns heilig zusammen. Ich spielte und entwickelte Zauber, heute auf Papier. Du warst ein Polaroid zu mir. Und mein erstes Lied, das war die schönste Zeit. Die schönste Zeit, weil alles dort begann. Die schönste Zeit, und Berlin war wie New York. Ein meilenweit entfernter Ort. Und deine Tränen waren Kajal. An dem Tag, als Köpfe entstand, dass du. Das war die schönste Zeit. Die schönste Zeit. Hallo, hallo! Hey, mein Mann. Komm, gib mir mal den Beat. Was wir nicht können, ist irgendwas wiederholen. Kein Augenblick, kein Moment kann sich je wiederholen. Was wir nicht können, ist irgendwas wiederholen. Wir können nicht zuhören. Warum sollten wir auch? Okay, nimm mich mal hören. Das war die schönste Zeit. Die schönste Zeit. Weil alles dort begann. Die schönste Zeit. Und Berlin war wie New York. Ein meilenweit entfernter Ort. Und deine Tränen waren kein Jahr. An dem Tag, als Köpfe Menschen, lachst du mein Arm. Das war die schönste Zeit. Oh, I won't ever, never mind. Hab letzte Nacht von dem Träumt und fand die schönste Zeit. Die schönste Zeit, da vorne ist der Weg. Die schönste Zeit. Deutscher Meister, Deutscher Meister, in den Fall.
in den Farben Gelb und Blau. 1967, das war unser BTSV. Deutscher Meister, Deutscher Meister, in den Farben. Das war unser BTSV. Nachdem die Bundesliga-Saison beendet ist, erkläre ich die Mannschaft vom SV Eintracht zum deutschen Fußballmeister 1967. Man ist immer noch mit dieser Zeit so sehr eng verbunden. Jungs da draußen in der Kurve, die 67er Hymne einstimmen, dann denkt man schon noch ein bisschen zurück. Man sagt ja immer so, 11 Freunde müsst ihr sein, ist ja so ein lockerer Spruch, aber wir waren es tatsächlich, es kamen ja sehr viele Spieler aus der Region, die lange zusammen waren. Die waren auch hin und wieder bei uns auf dem Dorf und da haben wir also auch tolle Schlachtefeste gefeiert, wie das man auf dem Dorf so ist. Ne? Ein Hennes Jecker, der brachte die Gitarre mit oder er hatte ein Klavier, er konnte mehrere Instrumente spielen, es wurde gefeiert. Wir haben überall, wo wir waren, gesungen. Wenn wir gespielt haben, zurück auf der Rückfahrt im Bus, es wurde gesungen. Ob Sieg oder Niederlage. Die typischen Volkslieder, die in der Mundorgel stehen. Ich glaube, es hat es nie wieder gegeben. Ich muss ein großes Kompliment unserem Trainer Helmut Johansen nochmal aussprechen. Der hat erkannt, dass er mit dieser Mannschaft ein gewisses System spielen kann. Und das ist das System aus einer geordneten Defensive. Die Defensive, die war sehr wichtig bei uns. Und die war nun mal sehr stark. Dann haben wir die Gegner kommen lassen. Johansen nannte es immer, lass sie in den Trichter laufen und von da aus lösen wir uns wieder. Also es war das richtige System für unsere Truppe. Hätten wir auf Angriff gespielt, wären wir gar nichts gewonnen. Wir waren so eingespielt, auch bei Ecken und so weiter, dass jeder genau seine Position hatte. Oder wenn einer vorging, das war ja auch damals schon aktuell, bei uns jedenfalls, dann hat ein anderer die Position übernommen. Da musste man gar nicht sagen, der hat das gesehen. Der Riesenvorteil war wirklich, dass diese Mannschaft kaum verletzte Spieler hatte und praktisch immer, fast immer in der gleichen Besetzung spielen konnte. Und so gab es ein Eingespieltsein, das vielleicht andere Mannschaften nicht hatte. Wir haben eigentlich auch in der Mitte der Serie eigentlich gar nicht daran gedacht, Deutscher Meister zu werden. Wir hatten einfach Erfolg und das hat uns so ein bisschen auch natürlich zusammengeschweißt. Der Trainer hat ja immer darauf geachtet, dass da keiner durchdreht. Er hat die schon alle wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und das war letztlich auch der Erfolg. Ne? Wir haben nochmal so einen richtigen Schub nach dem Bayern-Spiel bekommen. Dieses 5:2, es gibt ja wahnsinnig viel Auftrieb, Selbstbewusstsein, diese starke Bayern-Mannschaft so abzufertigen. Das war natürlich ein Hochgenuss. Nach innen war der Jubel schon ziemlich groß, dass wir es packen können. Auch nach außen hin war doch jeder ziemlich kühl und hat gesagt, naja, okay, wir sind die Braunschweiger und mit uns hat keiner gerechnet und wir zeigen es euch jetzt schon mal. Ne? Der Ex-Lehrmeister Sepp Joda applaudierte seiner Eintracht mit einer einsamen Sonderleistung. In Tagesetappen von etwa 70 Kilometern marschierte er zu dem entscheidenden vorletzten Spiel 328 Kilometer nach Essen. In der entscheidenden Phase habe ich geheiratet. Das heißt, bei dem Spiel in Essen, das so entscheidend war, war ich nicht dabei. Helmut Johansen sagte nur in der Kabine, heute, Jungs, muss ich euch nicht sagen. Heute sage ich euch eins, geht raus, genießt die 90 Minuten, denn ihr werdet für diesen Verein und für diese Stadt etwas erreicht haben, was es hier vielleicht nie wieder geben wird. Und ich glaube, er hatte recht. Und was sich jetzt hier abspielt, das können Sie sich nicht vorstellen. Eintracht Braunschweig ist der neue deutsche Fußballmeister. Für mich war das ja, ein ganz imposantes Bild, wie wir den auf dem Cabrios durch die Stadt gefahren sind.
Ich habe ja einige Geschwister und die standen auch alle mit am Straßenrand und haben alle gejubelt. Meine Großeltern waren da und dann waren auch meine Eltern, die da oben irgendwo aus dem Fenster guckten. Ja, das war Karneval in Rio. Ich habe immer geglaubt, das Temperament der Niedersachsen ist begrenzt. Aber das, muss ich sagen, das war verrückt. Da sind auch, glaube ich, ein paar Tränen geflossen, was auch natürlich ist. Es war einfach Euphorie hoch, weil es war ein Wahnsinn, auch wie die Menschen sich uns gegenüber verhalten haben. Die Straßen waren gefüllt, der Altstadtmarkt war zum Bersten voll. Es war einfach verrückt und es war toll. Wir haben, glaube ich, dann auch im Europapokal Deutschland gut vertreten und insofern bin ich nach wie vor riesig stolz auf dieses wunderschöne Ereignis. Ja, Eintracht, es ist soweit, liebe Gäste, liebe Mitglieder, liebe Fans, einfach die gesamte Eintracht-Familie, denn ich darf jetzt die Meistermannschaft von 1967 auf die Bühne bitten. Ihr seid ihre großen Vorbilder. Ihr habt diese Stadt so stolz gemacht. Es ist ihr Geburtstag, es ist ihr Ehrentag. Hier sind sie, die Eintracht-Helden von 1967. Helmut Johansen, Peter Karg, Lothar Ulsers, Hans-Georg Dulz, Joachim Bäse, Wolfgang Matz, Jürgen Moll, Wolfgang Simon, Werner Dinas, Erich Maas, Heinz Patzig, Klaus Gerwin, Wolfgang Chip, Gerd Saborowski, Wolfgang Brase, Hennes Jecker, Horst Wolter, Walter Schmidt, Wolf-Rüdiger Krause, Michael Polüfka und Klaus Meyer. Theater Braunschweig. Thank you.
sagen Sie nochmal, was es macht mit diesem Verein und dieser Stadt? Nein. You never walk alone. Das gilt nicht nur für die, das gilt auch für die, die jetzt dabei sind. Und ich hoffe, Sie, ihr habt das gespürt heute, was hier los war. Und jetzt wollen wir es natürlich noch einmal sehen, diesen großen Moment, wo Joachim Beese im Eintrachtstadion der Joachim Beere genannt wurde. So bekannt war die Eintracht damals beim DFB. Das hat sich heute auch geändert, die Meisterschale hochgehalten hat. Das machen wir jetzt bitte noch einmal. Sätze. Haben wir das jetzt gehört? Das soll Horst machen. Horst wollte er nochmal machen. Horst soll es machen. Ich darf nur eins sagen. Ich habe mich gefreut, in meinem Fußballleben deutscher Meister zu sein. Aber ich habe mich gefreut, dass ich jetzt für den richtigen Verein geworden bin. Gemacht.